Zum Beispiel die Lehrer, also die Kollegen von meinem Mann, die tun mir einfach weh. Naja, aber ich glaube, das ist immer dasselbe. Zivilist, Offizier, das ist dasselbe. Nicht nur in der Stadt, das ist überall dasselbe. Jeder Intellektuelle jammert herum, dass seine Frau ihn wahnsinnig macht. Sein Zuhause, ja sogar seine Pferde machen ihn wahnsinnig. Jeder denkt sich die größten Dinge in seinem Kopf aus und keiner bringt das wirklich zu was. Warum eigentlich? Warum was? Wieso macht seine Frau ihn wahnsinnig? Warum machen seine Kinder ihn wahnsinnig? Und warum macht er schließlich Frau und Kinder wahnsinnig? Sie haben heute ja offensichtlich schlechte Laune. Ja, das kann sein. Ich habe seit heute früh nichts gegessen. Meine Tochter fühlt sich nicht wohl. Und wenn meine Töchter krank sind, werde ich nervös und kriege ein schlechtes Gewissen, dass sie eine solche Mutter haben. Sie hätten sie heute sehen sollen. Um 7 Uhr ging der Krach los. Um 9 Uhr habe ich die Tür hinter mir zugemacht und bin gegangen. Ich spreche sonst nie darüber. Ich beschwere mich nur bei Ihnen. Verzeihen Sie, aber ich habe keinen außer Ihnen, überhaupt keinen. Wie da jetzt der Wind da durch den Ofen heult. In der Nacht, bevor mein Vater gestorben ist, da hat der Wind genauso durch den Ofen geheult. Wirklich, wirklich genauso wie jetzt. Sind Sie abergläubisch? Ja. Sie sind eine bemerkenswerte Frau. Es ist ganz dunkel und trotzdem kann ich sehen, wie Ihre Augen glänzen. Achso, das ist wahrscheinlich, wenn es hier heller ist. Ich liebe Sie. Ich liebe sie. Ich liebe ihre Augen, ihre Bewegungen. Entschuldigung. Das ist nur, wenn sie sowas sagen, muss ich immer total lachen, obwohl ich Angst habe. Okay. Können Sie sowas bitte einfach nicht nochmal sagen? Oder obwohl, ist eigentlich egal.